Das soll ich schaffen. Das soll ich schaffen. Die Box hat Vertrauen in dich. Ja, ich fürchte auch. Ich soll Und deine 20 Reifenspannung Runden auf kennst den Reifen fahren. Ah Es ja. macht nur 8 Sekunden, ob 2 oder 3 Stopp. Ja, ich habe auf jeden Fall die gleiche Was? Strategie. Tyrock, hast du auch eine 2-Stopp-Strategie? Ja. Okay, aber die Hey, gleiche du kannst auch wahrscheinlich. einen Stopp fahren, oder nicht? Könnte Ja, ich mit natürlich. Ultrasoft würde ich das jetzt nicht probieren. Nee, aber mit Superstoff solltest du das schaffen können, oder nicht? Keine Willst du mich Ahnung. verarschen? Probier's aus. Obwohl du jetzt Er vielleicht nicht probiert es unbedingt, aus, ne? nee, ich kann es ja Aber nicht. Ich sonst. starte ja auf Ultrasoft. Seid ihr alle fertig? Hä? Startet von euch nicht auch In 9 jemand Sekunden mit geht's eh schon normalem los. Supersoft? Ja, ich wollte nur wissen, ob ich klicken kann oder nicht. Hätte ja sein können, dass ihr noch irgendwie Nee, wir dabei sind schon seid, soweit irgendwas fertig. Also, umzustellen. es startet jetzt. Ja, ich weiß. Also, ich hab. Ja, gut. Zeit ist auch abgelaufen, Hat gut aber ich habe jetzt schon funktioniert. geklickt. Aber Ich Tyrock fand eine 2-Stopp. spielt ja immer ein bisschen mehr rum. Oh, ich darf das Tempo Ja. diktieren. Das ist schlecht. Ich mache in Anführungsrunden immer Kannst du die Unfälle. Information So, wie machen wir das in der ersten Kurve gleich? Ja, du lässt mich vorbei und dann ist ja gut. Wir schießen einfach die beiden Haas raus und dann gucken wir mal, was Ja, das ist ein passiert. guter Plan. Wie Aber ich fahr vorweg. wollt ihr mich Können wir denn mit nur Sepp dann wegschießen? warten? Sepp schießt dich schon Auf dich selber ab, warten wenn wir dann er. erst. Zwar mit Eriksen. Oh, Eriksen. Mal gucken, ob ich überhaupt Das die ist der erste Runde Albtraum überlebe. meiner Wahl. Oh, Button ist vor mir. Ich habe die Höchststrafe bekommen. Oh, Beton. Hamilton, nein! Sepp, das heißt Beton. Und Alonso hinter mir. Ja, gut, hinter mir ist nicht so schlimm. Der fährt mir bestimmt hinten drauf. Ich weiß es doch Ja, schon. wenn Hamilton hinten. Mono hat jetzt schon wieder durch den blockierenden Reifen. Ich glaube, meine halten länger durch. Hä? Ich habe keinen blockierenden Reifen gehabt. Wenn dann Warum hat er ich, denn so eine aber ich habe das jetzt Unterfehlfunktion? bei mir jetzt auch nicht Gerade in der so. Kurve, du konntest Hast mich du gar eine nicht sehen. Unterfehlfunktion in der Aufwärmrunde? Boah, der Zyrock hat so ein begrenztes Hirn, ey. Dass du es mit den Stimmen echt immer noch nicht drauf hast, ey. Wir sind bald die halbe Saison gefahren und du kannst mich und Mergo immer noch nicht Nee, auseinanderhalten. das wird Dingen, auch wir haben ja noch ein traditionell, das anderes soll Projekt nicht zusammen. anders werden. Ich finde, das ist eine schöne Tradition. Das ist also Wir haben ja auch schon 16 Folgen StarCraft 2 aufgenommen. So ist ja Ja, nicht. kann er immer noch nicht auseinanderhalten. Nee, StarCraft 2 kenne ich mir gut mittlerweile. Der ist aber auch der Das ist ja auch Einzige, der der Einzige, mir der redet weiter neben dir. mitspielt. Wann ist eigentlich Halbzeit der Saison? Weiß das jemand? Nach welchem Rennen? Nee. Das Ende ist Abu Dhabi, das weiß ich. Wie viel das haben wir denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Das müsste aber jetzt so in der Richtung sein, oder? Wie sind es genau? 20? 21, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Nicht sogar Der 22? Ferrari macht mir jetzt schon Angst. Mit Ich Mono habe kann Angst ich vor der leben, aber ersten der Ferrari Kurve. ist schon Was heißt Achter denn auf hier der der Ferrari? Startampel. Macht dir Angst? Was soll das denn heißen? Der Startampel wird gleich angehen. Das Startampel! Also, Junge Azerbaijan war Zarok, ich ich am musste Start dir jetzt eigentlich mal so gesehen. eine so eine Zusammenstellung aus Szenen machen, ne? Wo du irgendeine Scheiße verstanden hast, obwohl ich irgendwas richtig gesagt habe. Da kommt bestimmt so 5 Minuten Material raus. Oh fuck! Also ich habe ganz viel Platz gelassen. Alter, Oh! Sepp, Ich was sage machst nichts, du denn? ich habe auch ungefähr eine Stunde vorher gebremst. Ja, das habe ich gemerkt! So, Bist du wo bleibt raus? das Safety Car? Ja, ich bin noch drin, aber dank Cyrox, ich bremse jetzt mal eine Stunde früher, bin ich ihm natürlich reingedonnert. Das ist gut. Mir? Oh! Oh, wie geil sah das denn aus? Ah ja. Boah, wie geil das Peres ist, glaube ich, letzter. Was machst du Sepp, da? wen hast du? Wieso hast du Ja, ihn ich gedreht? bin rausgerutscht und Das war dann echt nicht, das war Fairline oder durchs so. Gras leicht quer gestanden und ich hab's Ja, bekommen. ich Ja, hab's gesehen. Ich rutscht. bin Das direkt war hinter dich, so wirklich beabsichtigt. Wie geil sah das denn aus? Oh, ich bin extrem angespannt gerade. Ja, fahr mal Oh, ist vorne das weg. geil. Weißt du, da wird man von seinem eigenen Teammate erstmal rausgedonnert und dann sieht man einen X-Teil im Gegenzug zu einer Mega-KI-Abspackung. Ich fahre aber auch hier einen Bullshit zusammen. Ich hoffe, du bist mir gerade nicht hinten drauf gerutscht und Nee. hast einen Frontflügelschaden. Dann ist gut. Nein, das ist nicht passiert. Ich habe ein bisschen Abstand gelassen. Ja, Sepp hat eigentlich wenigstens wollte ich Spaß. draußen bleiben und dich erst vorbeilassen Alter, und war nicht das wieder auf die geil. Ideallinie ziehen, aber ich bin halt weggerutscht und dann, ja. Ja, ich hab's gesehen, da habe ich ein bisschen stark gebremst, deswegen habe ich jetzt gerade so viel Abstand.
Wie viele Helikopter fliegen hier eigentlich rum? So viele wie wollen. Bei mir stauen die sich hier gerade schon in der Luft. Die stauen sich in der Luft? Ja, da sind zwei, die sind extrem nebeneinander. Kennst du nicht den Luftstau von Österreich, Sepp? Nee, noch nicht. Bald kenne ich ihn. Sogar persönlich mit Handschlag. Meine Strecke ist so behindert. Nein, du musst du auf die erste DRS-Zone warten, dann ist alles gelaufen. Zumal meine Reifen ja jetzt schon wahrscheinlich gleich aufgeben. Wie viel Verschleiß haben die schon? Ja, 33% schon. Da stehe ich dir nichts nach. 39, das geht ja noch. Du musst es jetzt noch einen draufsetzen, ne? Natürlich. Hey, was denn? Der Zeitdruck mich dreht in der ersten Kurve, kann ich nicht. Ich hab den nicht gedreht. Nein, nein, kein bisschen. Bist du eigentlich unsichtbar geworden? Also mir sah es so aus, als wäre Skjorman durch dich durchgefahren. Ja, bin ich. Ja, ich habe trotzdem eine starke Bremse, insofern macht es jetzt nichts. Aber mir stand einfach ein Wagen quer vor mir. Du bist bei mir kommt, also Sepp ist bei mir komplett über die Strecke geflogen, drehend. Ja. Und wer war schuld? Natürlich der Cyborg. Ich nicht. Ja, aus dem Rennen von Spanien wissen wir, das war deine Schuld. Ja, natürlich. Alter Schwede! Geht mir die KI auf den Piss! Ich bin da drin! Also innen? Und was dann macht nicht der Fahrer? Ja, ich fahr jetzt mal nach innen. Und zwar mit voller Kraft. Ich habe die Kraft. Dittittittitte. Oh, bin ich froh, wenn Cyrock gleich an mir vorbei ist, ne? Ich bin voll angespannt gerade. Also ich hab noch keine Bedenken in der nächsten Zeit zu beholen. Du kommst aber extrem nah dran, dank DRS gerade. Ja, das siehst du, da sticht er nämlich schon rein. Ey, ich bin rechts. Ja, ja, ich seh dich. Ich versuch dir Platz zu lassen. Das ist jetzt sogar ein geplanter Stopp. Was mich total irritiert, ist mein Teamkollege ist hinter mir. Das kenne ich gar nicht. Und da drückt er mich raus. Was? Ziehen die mir jetzt eigentlich für Reifen auf? Ja, ging noch. Bist du wieder vorbei? Nee, fahr. Ist gut. Du hast mir einiger, also ich hätte mit einem Reifen auf der Strecke bleiben können. Mir allerdings auch nicht. Was hättest du, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit einem Reifen auf der Strecke bleiben können. Wer ist eigentlich Vierter? Also von daher ist alles okay. So, Mono ist gleich der Nutznießer wahrscheinlich. Nee, ich bin zu weit weg, also. Obwohl, ich könnte DRS kriegen. Ja. Ich aber auch. Der Mono hat ja auch DRS. Nergo. Alter Junge. Mono ist der Nutznießer. Und ich sag, ich könnte DRS kriegen. Zahlrock. Mono könnte auch DRS kriegen. Ja, ich hatte dich gemeint, was ist denn? Ja, sicher, auf jeden Fall hast du mich gemeint. Die Strecke ist echt Krebs. Dafür gibt's eine schöne Szene. Wie geil der weggeflogen ist. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster. Jetzt habe ich ja doppelt DRS hinter mir. Ja, aber du fährst halt besser. Die muss ich jetzt auf Fenster boxen. Sepp fährt aber auf keinen Fall deine Einstopp, der war schon damit trotz. Ja, klar, mit Ultrasoft, ne? Mit Ultrasoft fahre ich eine Einstopp. Ja, natürlich. Natürlich mache ich das schon. Mit Ultrasoft fahre ich Ultrasoft. Ja. Ach, du bist ja auf die Runde zu Ende gefahren, das war mir gar nicht bewusst. Bitte? Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du jetzt auch Ultrasoft hattest. Doch, hab ich. Ich war ja wieder hochlässig und hab probiert, dir die Toll wegzunehmen. Ja, ich dachte, du hättest es dann nach dieser Hamilton-Geschichte aufgegeben. Nee, ich war tatsächlich schneller als davor, aber das hat mir halt diese 15. gekostet. Ja. Oh, jetzt Mono und Nergo im Fight. So, Mono, gehst du erst oder soll ich erst? Nee, ich bin super soft. Also, ich geh nicht in die Box. Ach so, stimmt. Gut, dann fahr ich. Nee, ich fahr auch noch nicht. Ich fahr nur eine Runde. Weil ich trau meiner Box nicht 20 Runden zu. Oder mir. Nee, ich fahr keine Einstopp. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht und am Ende Einstopp. Oh nein! Erster Einstopp. Ist gut? Ja. Ja, ich bin dir ein bisschen draufgeknallt, aber dir ist ja zum Glück nichts passiert. Nee, bei mir hast du mich auch nicht. Also ich habe nichts gemerkt. Wie alle Nergo. Naja, ich habe vorne links Frontflügel angeschlagen. Nee, ich bin aber dir hinten drauf gefahren. Beziehungsweise du hast einfach nur zu früh gebremst. Ja, das Problem bei dem Frühbremsen war, wenn ich nicht früh gebremst wäre, wäre ich auch in Ergo reingefallen. Ja, das wäre ja nicht so schlimm. Ja, dann wäre das so gewesen wie in Bahrain.
Wo ich mal. Bist du mir reingefahren? Ja, da bin ich ein bisschen gesagt, spät auf der Bremse ich gewesen. Ich hol mal kurz ein bisschen auf, ja. Ja, kannst du machen. Dann haben wir das Replay geguckt und dann bist du mit vier dampfenden Reifen dann vorbei. Ja, ja, immer diese Haas mit ihren Ausreden. Das ist nur der eine Haas. Das machen wir aber auch intern, das mit den Ausreden. Das macht's nicht die besser. Andere Box hat uns blockiert. Diese Boxen einfach, ne? Jo. Ist der eine nicht mehr auf 4? Wer auch immer? Nein, ich der ist jetzt Erster. Wo Boxen einer, der weiß ist, fährt mitten im Feld. Ja, das bin ich. Ich habe den Reifen gerade gewechselt. Los. Ja, hat ja Ultrasoft. Trotzdem noch vor mir. Ja, aber ich habe ja noch einen Teamkollegen hinter mir, der auch noch gleich rein wollte. Select your team! Hinter dir. Das ist krass. Cross. Das ist ein ganz neues Gefühl für Björn, wieder. Und das hat er sonst nie gehabt. Nee, dass ein Teamkollege direkt bei ihm gefahren ist. Das stimmt, normalerweise ist da immer einer raus. Nee, der ist nicht raus, der ist einfach. Das ist ja auch ein bisschen gemein jetzt. Wird dann disqualifiziert. Ja, das ist ja nicht schön gemeint. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm, aber. Ich meine, Gondrell hat auch zwischendurch halt Pech gehabt mit kaputten Reifen, nachdem er dann Sepp getroffen hat und so. Ja gut, wenn er Sepp trifft, das ist ja im Sinne der Allgemeinheit, also immer die Haas abschießen, dann ist alles gut. Dürfen ihren blöden Vorsprung gar nicht ausbauen. Ich glaube, ihr seid schon fast Weltmeister gefühlt. Ja, aber nur Konstrukteurs. Der Brunner, ich habe im letzten Rennen halt wertvolle Punkte weggeworfen, indem ich das Auto weggeworfen habe. Mal schauen, ob ich in diesem Rennen mal wieder Dritter werde. Hab ja, ich ja bisher noch nie gemacht. Der wird keine Einstopp schaffen. Ich gerne so wie letztes Rennen. Das war ganz gut beim zweiten Platz. Ja, die. Einstopp aber das lag ja auch an der KI, von daher ja, habe ich mich nicht zweimal gedreht. Das funktioniert auch nicht, wenn du mit Supersoft startest. Also ich bin jetzt bei 52% vorne links. Ich kann auf keinen Fall eine Einstopp-Strategie fahren. Du musst halt zum Exodus fahren. Also meine Box sagt mir, ich soll 20 Runden auf Soften fahren. Wie ich das schaffen soll, weiß ich noch nicht. Mit viel Gefühl. Mit viel Gefühl. Ich habe vorne links einen kaputten Flügel. Beeinträchtigt das eigentlich auch die Reifenabnutzung? Weiß das jemand? Normalerweise nicht, oder? Keine Ahnung. Das, ja, indirekt. Wenn du die Kurve dann dadurch scheiße nimmst, natürlich. Ja, ja genau, wenn er zum Beispiel rutscht oder halt stehen bleibt, die Reifen. Das stimmt. Mit ABS ist das ein bisschen schwer. Ja. Ja, ich fahr mit ABS? Ha? Fahrt ihr mit ABS? Ja. Und dann wundert ihr euch, warum bei mir die Reifen stehen bleiben, ne? Also ich fahr ohne ABS. Dass wir uns wundern. Ja, Zahlrock sagt bei mir immer, meine Reifen drehen durch. Ist ja auch kein Wunder. Nee, die bleiben stehen. Ja, die bleiben stehen. Ja, durchdrehen aber auch. Sowohl als auch. Ich finde das immer nur so geil. Dann ist das ja kein Thema. Wenn man startet und erst bei mit durchstehenden Rädern rückwärts fährt. Das mache ich aber. Nee, das mache ich nicht. Ich frage mich nicht, wie die das hinkriegen, aber das sieht sehr spektakulär aus. Set mit Gefühl. Ja, mit durchdrehenden Rädern rückwärts. Ich check's nicht. Ohne Spaß. Ich muss mal hier kurz die Bremsbalance umstellen. Bremsbalance? Ja, sonst waren die Reifen so schnell abgehen. Nergo fährt. Wer? Nergo fährt ja mit 100% Differenzial. Natürlich. Dass ein Topspeed jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Gelbe Flagge. Grüne Flagge. Black and green and ochre and yellow and... Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Duck and carry, duck and carry, duck and carry. Arthur. Ja, die haben King of Queens geguckt. Klar. Natürlich. Aber bist ja von der Reifenabnutzung her sehr stabil. Ach, guck mal, Raikön schon wieder vor mir. Du musst da drehen, dann kriegst du Bonuspunkte. Nee, lass ihn drin. Das Problem ist, wenn ich versuche, den zu drehen, dann drehe ich mich. Der Cyborg will immer weiter davon ziehen. Ich hab die gleichen Reifen wie du. Ja.
Also sollten wir noch eine Saison fahren, dann müssen wir Zyrok in so ein Team wie Haas stecken. Und dann allerdings die Autos auch ausgeglichen machen. Nee, ich hab ja schon überlegt, aber die zweite Saison fahren diesmal die Teams per Zufall zusammen. Bei mir ruffelt's. Naja, es ist langweilig. Achso, langweilig. Ist das nicht völlig egal? Auf alle Fälle will ich in der nächsten Saison nach Ferrari fahren. Ja, erstmal haben wir noch nicht mal die Hälfte von dieser Saison. Also es wäre auf jeden Fall ganz gut, falls wir nochmal eine Saison fahren, wenn wir von vornherein mit, sag ich mal, zuverlässigen Leuten spielen. Ich sag mal so wie der Gjormund, der ist ja leider erst später dazugekommen, hat die ersten drei Rennen verpasst, aber ist ja auf jeden Fall ein zuverlässiger Mitspieler. Ich glaube, von den Punkten her wäre nicht viel anders. Bitte? Ja, dann gibt's noch den Gonrail, dessen Technik jetzt nachgeht. Ja, okay, der kann nichts für. Wenn der Motor-Fehlfunktion hat, dann hat der halt Motor-Fehlfunktion. Ja, hat er mir geschrieben, dass er leider nicht. Ja, aber der Bonner, der fährt die Supersoft echt bis zum Exodus. Der versucht auch mit der Einstadt echt durchzuziehen. Nein. Ich fahr meine Reifen noch immer lang. Nur bei 20% oder so. 20? Nein. 10. Ja, vor 16. Allen Dingen. Also bitte, Sepp, 9. Zerrock, wir müssen ja auch genauso viele Runden auf den Supersoften fahren. Ja, die haben Hex. Bis 25 mit dem Soften und dann 11 Runden auf jeden Fall. Wer sagt denn, dass ich die Strategie fahre? Du, ich halte dich gleich erstmal auf, wenn du ankommst, bis Mergo an dir dran ist. Da glaube ich dir aufs Wort. Ja, mit meinen kaputten Reifen. Ich mach mal Standard fahren. Ich habe irgendwie muss so nur links und rechts. Sepp fährt ab jetzt Standard, davor ist er aggressiv gefahren. Hallo, ich bin schon auf Platz 7 wieder. Obwohl ich mich dreimal gedreht habe. Ja, wir sind ja auch in Österreich, da ist ein bisschen Walzer ist drin. Oh. Was denn? Oh, scheiße, Mono hält mich auf! Hat er doch angekündigt. Ja, weiß nicht, was du hast. Der ist in der Box. Ach, du bist auch in der Box? Nein, bist du nicht. Ja, ich fahr 8 Stunden. Ja, warum nicht? Gefühlt hast du aber dadurch verloren, Mono. Was habe ich dadurch verloren? Insgesamt. Auf uns. Du warst doch direkt hinter mir. Jetzt glaube ich fährt Mono Ultrasoft. Nee. Vergiss es. Ultrasoft. Was? Vergiss es. Wie soll das denn sein? Ultrasoft oder Ultrasoft. Das wird ein Lied. Ultrasoft. Also, Mono sehe ich zumindest. Der ist direkt vor mir rausgekommen. Wir sind so ultrasoft. Verloren habe ich aber auch durch kaputte Flügel. Ja, okay. Du hast ja pro Runde ungefähr 2 Sekunden verloren. Aber die Reifen waren halt auch durch, die waren, keine Ahnung, die hatten, ich glaube, die hatten 75 oder so. Ich bin jetzt fair, der Ultrasoft. Die waren halt richtig kaputt. Ja, das wirst du mit den Liedern dann auch jetzt gleich erleben. In so ein paar Runden. Ultrasoft. Ultrasoft. Ja, so die Frage ist, was passiert jetzt bei mir im Rennen noch? Zyrok ist meilenweit davon. 6 Sekunden meilenweit. Ja, ich sehe dich nicht mal mehr. Hi, Gormund! Tag, Jörn. Schade, dass Gonrail nicht mehr mitfährt, das könnte man dem jetzt zweimal überrunden. Innerhalb von 3 Runden. Also auf innerhalb der Strecke ist es ziemlich Runden. Schwer. Ihr überrundet mich jetzt schon innerhalb wieder. Innerhalb von 2 Runden, 3 Mal überrunden. Der war jetzt gemein. Wir haben den, das ist aber nicht gemein, das ist Wahrheit. Nein, das war nicht Wahrheit. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Wir haben den zweimal überrundet. Ja, dreimal. Achso. Aber der Zeitraum ist ein bisschen größer. Ihr überrundet mich jetzt schon wieder. Das ist das Einzige, was mir im Gedächtnis kommt. Ja, das war aber das zweite Mal. Weil ich fahre hier gerade auch gerade wie eine Arschkrampe. Ja, ja. Was hast denn du für eine Rundenzeit am Ende gehabt? Also kann ich dir sagen? Der schnellste ist 11.6. Weil ich jetzt gleich fahre, wird viel schlechter sein. Jetzt habe ich auch noch Alonso vor mir. Gerade war aber 13.4 als Beste. So, kann ich dir jetzt sagen, ich fahre eine 1.12.6. Also, oh, schneller. Wie schlecht. Hast du nicht gesagt, du bist schneller? Ja, von der schnellsten her, aber... Okay, ich war sogar schneller als du. Von der Schnelligkeit bin ich schneller. Von der schnellsten. Ja, hab ich doch gesagt. Stimme war, bei dir war es eine schlechte Runde, bei mir war es eine gute Runde. Ich baue meinen Vorsprung auf Nergo auf, währenddessen verliert er gegen Mono. Baust du den auf oder aus? Ups, jetzt habe ich auf jeden Fall was verloren. Beides. So. Oh, Alonso, geh weg.
Ich weiß nicht, wie viel. Ja, gut, ein bisschen habe ich, glaube ich, 2 Sekunden oder so habe ich schon auf Mono verloren, ne? Und jetzt wahrscheinlich ziemlich viel mehr. Ja, ja, der ist 22. Ja, ja, du fährst aber ein bisschen langsamer. Ja, ja, genau. Lass den nicht vorbei. Wir dürften wahrscheinlich wieder zeitgleich in die Box. Nee, vielleicht musst du sogar früher, oder? Lass den vorbei, wenn du musst. Lass den vorbei, wenn du nicht musst. 48. Okay, okay, ich bin bei 14. Ich check's nicht, wie meine Box mir sagt, du fährst jetzt nur noch 10 Runden mit den Reifen. Wir sind bei 60%. Aber müsstest du nicht laut Box auch bis Runde 25 oder so damit fahren? Eigentlich schon. Und du bist jetzt schon bei 58? Ja, genau. 51. Also, nee, das wird nicht funktionieren. Was auch immer die Box sich da gedacht hat, das wird nicht funktionieren. Ja, die hat gedacht, ich fahre mit ABS. Ich glaube, ich würde auch nicht 25 Runden auf Soft schaffen. 25 Runden auf Soft, das ist eine Herausforderung. Also jetzt dann nochmal zum Reglement, man muss nur 2 verschiedene Reifenmischungen fahren, oder? Ja. Nee, es gibt verpflichtende Reifen. Ja, aber nur auf bestimmten Strecken. Ja, ne, auf allen. Jede ja, Strecke aber normalerweise gibt es zwei verpflichtende und davon musst du einen aber nur fahren. Genau. Aber und es gibt auch Strecken, wo es nur einen gibt. Musst du fahren. Also das habe ich nicht vorhin gesehen, weil ich muss unbedingt die Supersoft fahren. Genau, verpflichtend für die Strecke sind Supersoft. Und Supersoft. Und Supersoft. Ja, genau. Verpflichtend für die Strecke sind Supersoft und Supersoft. Sind Supersoft und Soft irgendwie, aber du musst auch auf jeden Fall 2 unterschiedliche fahren. Also du kannst zum Beispiel jetzt nicht dauerhaft Supersoft fahren. Das heißt, ich möchte mal kurz einwerfen, dass die verpflichtenden Reifen sich je nachdem ändern, mit welchen Reifen man startet. Nee, ja, das ist normal. Nee, du vorher schon aus. Wo du die Wochenendreifenmischung auswählst, da steht, welche Reifen verpflichtend sind. Ja, da sind aber alle 3 verpflichtend. Nein, das stimmt. Doch. Nee, da ist nur bei Supersoft und Soft ist dieses Ausrufezeichen dran für verpflichtenden Reifensitz. Die Ultrasoft sind nicht verpflichtend. Nee. What? Warum ist das bei dir anders? Keine Ahnung. Hacker! Der cheatet doch! Nego, viel Spaß beim Überrunden. Ich hab da auch schon gekämpft. Ja, ja. Vielleicht geh ich auch einmal in die Box. Ohne Spaß, die Strecke wird eine Herausforderung für meine Reifen. Boah, Beton, ey! Also wie ich das sehe, muss ich noch 2 Stops machen und einmal nochmal gelb fahren. Und theoretisch soll ich noch 1 Stop machen und nur rot fahren. Ja, meine gelben sehen auch nicht so geil aus, aber ich versuche die bis zu 80 durchzufahren. Du warst doch nicht bei 80? Nee. Er hat mir gerade alternative Strategien gegeben, aber das kann irgendwie nicht sein, was er mir als ursprünglich angegeben hatte. Da sollte ich erst mal 21 reinkommen. Och nee, Erik Sundl Hamilton, wollt ihr mich verarschen? Oh, wie viel näher Mono mir jetzt schon gekommen ist. Raus. Was soll das für eine Scheiße? Hast du mich angesprochen, Guillaume, und ich hab's nicht verstanden? Nee, ich hab gesagt, ich hatte gerade eine alternative Strategie gekriegt, aber die ursprüngliche kann nicht sein, weil da müsste ich erst von der 21 wir reinkommen. Auf alle Fälle, wenn wir noch eine ich bin aber auf gelben Reifen unterwegs und wir sind jetzt schon bei über 70%, also das stimmt so irgendwas nicht. Oder für mich, eins von beiden. Nee, du bleibst dabei. Mach der. Das Spiel ist auch was anderes. Das Spiel ist geil. So, jetzt stehen die schönen Überrundungen an, ich freue mich schon. Ich habe noch keine Strafe und keine Verwarnung, das ist ein bisschen verwunderlich hier. Ich auch nicht. Ja, von der links, in der Mitte, dann mal. Wir hatten noch gar keine Safety-Car-Phase. Also ja, meine Box hat mir jetzt gesagt... Ist ja auch nicht dabei und generell auch nicht. Also meine Box hat mir jetzt gesagt, sie wollen eine alternative Strategie und mich in Runde 22 reinholen. Das sind aber immer noch 6 Runden. Chris, das verstehe ich auch. Spielt Formel 1 und beschwert sich über das Safety-Car. Ja gut, Aserbaidschan war aber ich für die Safety-Car-Phase verantwortlich. Ist vor mir. Und nicht Gonrel. Ja, ja. Was hast du gemacht, dass du so viel verloren hast? Ich habe die Reifen gewechselt gerade. Junge, du hattest eine halbe gerade Vorsprung. Jetzt bist du einfach 2 Meter vor. Eine halbe gerade? Das ist ja richtig viel. Ja, eben. Du warst doch vorhin schon... Ich fahr 1.13 jetzt mit den Reifen. Ja, vorhin hatte ich 10 Sekunden Rückstand. Jetzt habe ich eine Sekunde Rückstand. Ja, aber wie gesagt, ich habe gerade eben Reifen. Ich bin gerade aus der Box gekommen. Also passt doch. Du warst schon zweimal in der Box. Verwirrt er nicht zusätzlich. Was bist du bisher für Reifen gefahren? Ich habe mit Ultrasoft angefangen und bin gerade die gelben, also die Soften gefahren. Die gelben. Du versuchst jetzt mit den gelben oder roten, welche auch immer du jetzt drauf hast. Ach, du hast auch die roten drauf, durchzufahren. Ich habe die roten jetzt drauf. Nein, ich fahre damit nicht durch. Okay, gut. Dann habe ich einen, mit dem ich mich noch messen kann.
Oh, wie viele alternative Strategien wollen die mir denn jetzt noch geben? Sepp, weißt du, wen ich jetzt vor mir habe? Wie geil die KI Platz macht, das ist der Schiss. Hast du es gesehen? Ja, sicher. Ich hab jetzt auch eine Überrundung vor mir. Gebt mir ein E. Dale. Eriksson. Gebt mir ein R. Und er macht Platz. Ich trau dem Ding noch nicht. Wie, bei dir hat er Platz gemacht? Ja. Der Sausack. Der Sausack. Figatifiose. Ich muss Button überrunden. Boah, ich hab gefühlt. Der ist auf Flamme! Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem! Sehr gut. Ja, okay, sag doch Bescheid, du. Ja, das war nicht geplant! Das war nicht so geplant! Das wäre fast mein Frontflügel gewesen. Ja, ist so schön, ist so egal. Ist ja nicht meiner. Ja, ja, war klar. Pass bloß auf, wenn er dich überholt.